Heiß. Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu dem vierten Teil Musik Basics. Ich habe festgestellt, ich muss das nochmal neu drehen, weil ich habe da was. Verdammt, ich kriege das ja alles gar nicht mit, dass ich das jetzt nochmal drehe. Von daher hätte ich mir das auch sparen können. Egal. Worum geht es heute? Wir hatten ja im letzten Video uns hauptsächlich so um Notenwerte, mit Notenwerten auseinandergesetzt. Also wie lang kann ein Ton sein? Auch mit Triolen und Punktierten und so einem Zeug und Pausen und so einem Zeug. Und jetzt geht's langsam mal an die Noten. Und ich fasse da heute ganz viel so ein bisschen zusammen. Deswegen ist der Titel auch etwas länger, aber es sind so kleine Themen und die gibt's jetzt einmal in einem Video. Und wir fangen an mit den Notenlinien. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gesehen, diese fünf schönen Striche geradeaus. Das sind Notenlinien. Es sind deren immer fünf. Ich kann aber auch mehr schreiben. Die schreibe ich dann nicht als Notenlinien, sondern die schreibe ich dann als Hilfslinien. Und das sind wir schon beim nächsten Punkt, Hilfslinien. Was meine ich mit Hilfslinien? Wenn mir diese Noten nicht ausreichen, wenn mir diese fünf Notenlinien nicht ausreichen, dann schreibe ich einfach noch, mache ich noch einen Strich drüber. Ich mache keine komplette sechste Notenlinie auf, sondern ich mache nur für diese eine Note, wie ihr das jetzt hier auch seht, male ich eine Hilfslinie oder auch zwei oder drei, so viel ich auch lustig bin. Um das so ein bisschen zu verhindern, hat man natürlich auch verschiedene Schlüssel generiert, damit nicht alles, also wenn ich jetzt zum Beispiel was ganz Tiefes schreibe, dass ich nicht so viele Hilfslinien brauche. Dafür gibt es dann einen anderen Schlüssel. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ihr seht, es ist ganz viel kleines Zeugs. Und zwar der Violinschlüssel. Der Violinschlüssel ist so der gängigste, der nötigste Schlüssel, den es gibt. Und beim Violinschlüssel geht es darum, den Ton G, das eingestrichene G, zu zeigen. Also sprich den. Und dieser ist da, wo der innere Kringel aufhört. Da ist ein G. Nicht da, wo unten der große Böppel ist, sondern da, wo dieser Kringel sich trifft. Ja, ich zeige euch ja auch immer eine schöne Grafik noch dazu. Ich sehe die immer nicht beim Drehen, deswegen, ich muss mir das jetzt vorstellen. Genau. Somit wisst ihr, hier ist ein G. Und je nachdem, wie ich jetzt da von hin und her gehe, weiß ich, was ist das für ein Ton. Was das für ein Ton ist, kommt noch. Es geht jetzt nur darum, der Violinschlüssel zeigt euch, hier ist ein G. Nämlich auf der zweiten Linie von unten. Auf diesen wunderschönen fünf Linien will ich mehr, habe ich Hilfslinien. Und will ich tiefer, gibt es noch einen anderen schönen Schlüssel, und zwar den Bassschlüssel. Das ist nämlich der zweite, der noch relativ nötig ist. Der Bassschlüssel kommt von so einem F, deswegen heißt er auch F-Schlüssel, und zeigt uns in dem Fall mit dem Kringel, wo das F ist. Und zwar dieses, das tiefe, also das kleine F. Ich habe da noch drunter das große F, aber hier geht es mal ums kleine F. Hier wird uns das kleine F angezeigt. Das ist alles ein bisschen verrutscht. Also sprich, der Bassschlüssel ist um zwei Notenlinien nach unten verrutscht. Also eigentlich um eine Oktave und eine Notenlinie. Deswegen muss man da am Anfang immer noch so ein bisschen zählen. Man muss auch im Violinschlüssel am Anfang immer ein bisschen zählen. Aber da gewöhnt man sich dran und man weiß dann auch relativ schnell, wo welcher Ton ist. Und was ich dann heute noch als letztes Thema kurz anquatschen will, sind die Oktavräume. Es gibt, wir reden immer von verschiedenen Oktavräumen. Es gibt die große Oktav, die ist ganz unten, das ist dann das große C bis zum großen H. Dann gibt es die kleine Oktave, das ist kleine C bis zum kleinen H. Und ab dann kommt jede Oktave drauf. Ein kleines Strichlein dazu, da reden wir dann vom eingestrichen, von der eingestrichenen Oktave, zwei gestrichenen Oktave, drei gestrichenen Oktave und so weiter.
gängig kleine, eingestrichene und zweigestrichene. Das sind so die, die man sich merken sollte. Und was es mit diesen ganzen Tönen auf sich hat, das zeige ich euch in den nächsten Videos nach der nächsten Maus. Nein, nicht ganz. In ein paar Wochen. Und wir nähern uns dem Ganzen. Wir kommen dahin, wo ihr hin wollt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.